Es war ein langjähriger Traum von mir, ein Kammerorchester zu gründen mit offenen und vor allem experimentierfreudigen jungen Leuten. Und mit der Zeit habe ich in Basel einige hochbegabte Musiker gefunden, mit denen ich gewagt habe, diesen Schritt zu machen und das Orchester zu gründen. Es basierte eben auf musikalischer Natur, die man versteht auf Anhieb. Man muss nicht viel sprechen, was man will. Man ist sich sehr schnell einig. Man hat denselben Geist in der Musik. Das, was man im Konzert spürt, ist, dass das Orchester lebt. Und das ist möglich, weil viele von uns, also alle sind bringen einen Bewusstsein auf einer solistischen Ebene, auf einer kammermusikalischen Ebene. Und jeder hat ganz klar, was seine Rolle im Stück sein kann und wie er das am besten ausdrücken kann. Darum entsteht im Konzert eine besondere Energie und die Leute spüren das. Als Georg Garabeke an mir erzählte von dem neu entstehenden, damals war es noch nicht präsent, entstehenden Orchester in Tempi, war ich gleich sehr fasziniert, weil ich ein bisschen über die Pläne schon informiert wurde und habe das gerne verfolgt, indem ich sofort zum ersten Konzert in Basel gegangen bin, das erfreulich gut besucht war und nicht nur das, sondern hervorragend gespielt und musiziert war. Das Publikum hat das Konzert begeistert aufgenommen. Es war ein sehr schönes Konzert mit gutem Programm, lebendig gespielt. Als ich dann gefragt wurde, ob ich eventuell etwas für das Orchester schreiben könnte, habe ich das natürlich sehr gerne ins Auge und in meine Planungen hineingenommen und habe ziemlich schnell angefangen, etwas zu machen. Ein so lebendiges und gut besetztes Streichorchester, um das geht es nämlich dann in meinem Stück, das ist reizvoll. Und das hat mich immer interessiert, für Streicher zu schreiben. Und ich habe das Stück inzwischen gerne schon abgeliefert und freue mich nun darauf, es hören zu dürfen im November dieses Jahres. Georg is coming with a concept, with a real convincing concept of the work we are working, but at the same time he allows the orchestra to develop his own life. And this is very important because the sound that the orchestra produces through this process of each member has something to say. This makes the orchestra to sound more in team, more like a family, somehow to say. It's not something just musician receiving orders, but it's also allowing the orchestra to have a kind of freedom, which is necessary for all the music we play. Thank you.
Stimmung bei den Proben war auch hervorragend, weil jeder sein Bestes gegeben hat. Man hat richtig gespürt, es gibt einen Enthusiasmus dahinter, es gibt eine Begeisterung. Ja? Dass Musik im Raum schwebt, dass alle davon angezündet werden. Und dass sie damit eben die richtige Freude beim Musizieren entwickeln. Also die Atmosphäre beim Proben ist wirklich etwas sehr Besonderes, finde ich, bei diesem Orchester. Einerseits dank dem GEWOG natürlich, wo meiner Meinung nach sehr toll mit uns schafft und auch, also man merkt auch seine Ideen, die kommen auch gut bei uns an und das funktioniert wirklich toll, finde ich. Und ich finde es auch angenehm, wie er dort steht und dirigiert überhaupt. Und natürlich auch andererseits das gemeinsame Arbeiten am Pult auch. Wir haben es lustig, wir witzeln hin und wieder auch sehr gut. Es ist eine lockere Stimmung generell und aber trotzdem fruchtet das Ganze eigentlich in einer sehr effizienten, würde ich sagen, Arbeitsatmosphäre. With a good combination and good balance of humor and the good quality of work, I think it helps the music and that's why I think it works well. Vom Kammerorchester in Tempi ist, dass wir keine Grenze mehr ziehen wollen zwischen einem modernen und barocken Orchester, sondern jeden Komponisten im Zusammenhang mit seiner Zeit, durch das Spielen mit authentischen Instrumenten und natürlich das Studium von damaligen Aufführungspraxis angehen wollen. Eine besonders glückliche Idee finde ich, dass das Orchester sowohl historisch orientiert musizieren kann, das heißt zum Beispiel mit alten Bögen und mit Traversflöten und nicht mit modernen Bögen und modernen Flöten und modernen Hörnern und so weiter, aber selbstverständlich auch ganz und gar zu Hause ist in dem modernen Instrumentarium. So gut harmonierend, dass im Konzert Musik eine Kraft bekommt, die grösser ist als die Summe der Energien der einzelnen Musiker. Und dass wir so das Publikum eben auf die Zeitreise mitnehmen können. Dass die nachher wirklich mit einem beseelten und beglückten Gefühl aus dem Konzertsaal nachher haben.